16 Sportvereine mit über 13.000 Mitgliedern sind in Stuttgart auf der Waldau zu Hause. Nach rund 2 Jahren Bauzeit geht dort im November die Sporthalle Waldau in Betrieb. Sport und Bewegung für alle Generationen auf einer öffentlich zugänglichen Fläche. Das bietet der Actionplatz direkt vor der neuen Sporthalle. Auf 400 Quadratmetern lassen sich der urbane Hindernislaufparcours und Kräftigungsübungen an Geräten trainieren. Absolutes Novum und Alleinstellungsmerkmal dieser Halle sind die urbanen Bewegungsräume im Außenbereich. Die Halle selbst überzeugt mit einem innovativen Nutzungskonzept und wir freuen uns auf viele begeisterte Sportlerinnen und Sportler. Außen wie innen gibt vor allem ein Werkstoff den Ton vor: Holz. Das natürliche Baumaterial steht für die Nachhaltigkeit der neuen Sporthalle und es sorgt für ein außergewöhnliches Raumgefühl. Hier oben auf der Waldau hat die Stadt Stuttgart ein städtebaulich und architektonisch hochwertiges Gebäude errichten können. Das besondere Augenmerk hier liegt im Einsatz des Materials Holz als nachhaltigen Rohstoff. Konstruktiv war hier die besondere Herausforderung, ein besonders filigranes Tragwerk zu errichten. Fast wie bei Stahl, sehr lichtdurchflutet, mit einem sehr angenehmen Charakter auch für die Sportler, die hier sich aufhalten werden und Sport treiben werden. Die Stadt möchte mit diesem sehr nachhaltigen Konzept ein Zeichen setzen. Energetisch bildet die Sporthalle Waldau mit ihrem Nachbarn der Eiswelt Stuttgart ein starkes Team. Die beiden Eishallen nutzen den Strom der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle. Die neue Halle wird mit der Abwärme geheizt, die beim Betrieb der Kältemaschinen der Eiswelt entsteht. Endlich haben wir auf der Waldau eine Sporthalle, die von allen genutzt werden kann. Von den Schulen, von den Sportvereinen im Stadtbezirk. Die Waldau-Vereine können ihre Angebote nun direkt hier vor Ort anbieten. Wir haben uns jahrelang dafür eingesetzt. Jetzt ist sie da und ein wahres Schmuckstück, eine Perle des Sports auf der Waldau. In Bewegung bringt die Halle aber nicht nur Vereinssportler. Kinder ab 4 Jahren können in der Bewegungslandschaft klettern, hüpfen, hangeln und rutschen. Ganz spielerisch entwickeln sie so ihre motorischen Fähigkeiten. Das ist in Stuttgart einzigartig.